Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial von goggeln.com. In dem folgenden Video werde ich euch zeigen, wie ihr das Problem lösen könnt, beziehungsweise eine mögliche Lösung, wenn ihr einen USB-Stick habt oder Speicherkarte, die sich nicht formatieren lässt oder nicht mehr formatieren lässt. Oder Dateien dann sich nicht mehr löschen lassen. Das kann passieren durch irgendwelche Malware, die ihr euch angefangen habt. Oder vielleicht habt ihr auch einfach nur irgendwelche schreibgeschützte Dateien auf dem Stick oder Karte kopiert und diese Attribute, diese Eigenschaften auf dem Stick oder Karte übertragen wurden. Oder ja auch durch irgendwelche Bugs in den Software. Diese Methode, die ich euch jetzt hier zeigen werde, finde ich deshalb so gut, da sie fast immer funktioniert und auch mit allen Windows-Versionen von XP bis Windows 8.1. Ja. Dazu rufen wir uns eine Command Line mit Adminrechte, ja, als Administrator, ganz wichtig. Ich mache mal ein bisschen kleiner hier. Genau. Und jetzt rufen wir uns das Programm Disk Partition mit Disk Part, ja, oder so. Auf. Genau, ganz wichtig ist natürlich, dass wir Entschuldigung, in unserem Disk hier unsere oder Speicherkarte hundertprozentig identifizieren, also das eindeutig nicht, dass wir den falschen Stick oder Karte formatieren. In meinem Fall ist das jetzt hier Laufwerk I 256 MB Stick. Das können wir einmal auflisten mit List Disk mit Leerzeichen natürlich. Genau. So, das ist jetzt hier Datenträger 2. Ich gucke, was das ist hier. Okay, hier 246 MB, das ist jetzt beim Stick. So, Datenträger 2. Dann werden wir jetzt das auswählen mit Select 2, Select Disk 2 natürlich. Zack. Jetzt ist Datenträger 2, ist jetzt der gewählte Datenträger. Okay. So, nachdem wir unsere Disk oder Karte ausgewählt haben hier, werden wir jetzt diese Attribute, diese Eigenschaften löschen. Und zwar mit dem Attribut Disk read on clear read only. Irgendwas habe ich hier von dem. Genau. Hier fehlt das R-Attribut ist clear read only. Okay. So, die Datenträgerattribute wurden erfolgreich gelöscht. Jetzt schmeißen wir noch ein clean drauf. Und damit alle Eigenschaften gelöscht werden, gesäubert. Der Datenträger wurde bereinigt. Okay, wenn wir das jetzt haben, jetzt ist unsere Disk sozusagen sauber. Dann müssen wir jetzt natürlich eine neue Partition erstellen. Und zwar Primary.
So, die angegebene Partition wurde erfolgreich erstellt. Jetzt muss das Stick nur noch formatiert werden. Format, Filesystem natürlich angeben. Filesystem, hier könnt ihr FAT32 nehmen oder NTFS. Ich nehme mal NTFS. NT, was ist das jetzt hier? Na, so, NTFS und Enter. Genau. Jetzt, ja, einfach abwarten, bis hier auf 100% ist, bis das Disk komplett formatiert ist. Das kann ein bisschen dauern, je nach Größe des Stickes oder Karte. Und dann, ja, ist das Stick wieder in Ordnung und ihr könnt es wieder normal benutzen. Ich habe ja nicht selten erlebt, dass solche Sticks in der Mülltonne landen, obwohl sie eigentlich recht einfach zu reparieren sind. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Disk, also die Flashspeicher, die Zellen von der Flashspeicher auf dem Disk nicht komplett tot sind und sich noch beschreiben lassen. Ja, das war's eigentlich schon und ich hoffe, das hat euch gefallen und da ja konnten den einen oder anderen helfen und freue mich auf nächstes Mal.